unser Lexus Signature Menü starten wir mit einer Vorspeise, bei dem der Begriff oder auch der gemeinsame Markenwert Takumi die zentrale Rolle spielt. Takumi, die Hingabe für die Präzision des Handwerks, die absolute Leidenschaft für Perfektion, spiegelt sich bei uns nicht nur in der Zubereitung der Produkte später in der Küche wider. Es zeigt sich auch bereits bei unseren Produzenten und Freunden. Dafür repräsentativ ist vor allem auch Nikolai Birnbaum aus der Fischzucht Birnbaum, der für uns diesen wundervollen Huchen gezüchtet hat, einen Donaulachs. Man kann auch schon erkennen, dass die Behandlung des Fisches mit absoluter Sorgfalt passiert ist. Die Fische werden wirklich sehr schonend auch geschlachtet. Des Weiteren gibt es ein Saiblingskaviar, bei dem Nikolai stark darauf achtet, dass er nicht zu stark gesalzen ist, was wiederum sich natürlich nur bewerkstelligen lässt, wenn man ihn als frischen Kaviar verwendet. Das ist ein sehr saisonales Produkt. Saiblingskaviar von ihm gibt es im November und Dezember und die restlichen Monate eben nicht. Deswegen sind wir sehr froh, auch dieses Produkt von ihm heute zum Einsatz zu bringen. Takumi zeigt sich aber auch zum Beispiel auf Wasabi-Feldern. Wenn man sich vorstellt, mit welchem Aufwand Wasabi gezüchtet wird, dann kann man auch erkennen, warum zum Beispiel natürlich auch der Preis für eine frische Wasabi-Wurzel relativ hoch ist. Diese Wasabi-Pflanzen wachsen wie auf Reisfeldern mit sehr, sehr klarem, sehr kühlem Wasser, mit einer sehr konstanten Wassertemperatur über 18 Monate und länger, bis überhaupt erstmal so eine Wurzel entstanden ist. Deswegen bin ich natürlich auch sehr froh, dass wir auch mit dieser Wasabi-Wurzel auch heute eine tolle Vorspeise machen können. Wir haben Karotten mit dazu, Karotten vom Obergrashof in der Nähe von Dachau, hier bei uns im Westen von München. Obergrashof, ein biologischer Betrieb, konzentriert sich vor allem auch auf Produkte, auf Gemüsesorten und Kräuter, die auch sehr viel eine Verankerung in der Tradition haben, sehr alte Sorten auch sind. Das schmeckt man natürlich auch im Produkt und gerade auch die Frische und die kurzen Transportwege sind für uns hier auch extrem wichtig. Wir haben Yuzu. Eine typische japanische Zitrusfrucht. Das Aroma ist überwältigend und fügt sich perfekt ein. Zusammen dann noch mit Fingerlime, ist auch eine meiner Lieblings-Zitrusfrüchte. Zusammen mit den Karotten, dem Wasabi und dem Huchen zu einer sehr erfrischenden Vorspeise, bei der Takumi unglaublich wichtig ist. Nun geht es zum Filetieren des Huchens, des Donaulachses. Hier ist auch wieder sehr wichtig natürlich mit präzisen Schnitten zu arbeiten. Wir in der Küche sprechen immer auch von geraden Schnitten, also dass man nicht sägt, sondern wirklich auch durchzieht. Ich zeige das jetzt mal exemplarisch an diesem Huchen hier. Was ich mache, ist mit meinem Messer erstmal hinter der Flosse, hinter den Kiemen einzuschneiden und gehe hier bis vor, hinter den Kopf und ziehe dann mein Messer auf der Mittelgräte hier entlang bis ganz nach hinten. Man hört immer auch dieses Knacken, dieses Geräusch, wenn das Messer über die Mittelgräte fährt, und habe dann auch so schon mein erstes Filet. Bei dem zweiten Filet, also bei dem linken Filet vom Huchen, steche ich mit meinem Messer erstmal unter der Mittelgräte wieder ein, drehe den Fisch um, lege ihn auf das Brett und ziehe jetzt mit dem Messer aus meiner Sicht von rechts nach links nochmal durch. Und schneide dann hinter dem Kopf das Filet ab und habe dann Filet Nummer 2. Die Haut des Huchens verarbeiten wir auch. Diese Haut wird kurz blanchiert, das heißt in kochendem Salzwasser für 2-3 Minuten gekocht, danach ausgebreitet auf ein Blech, getrocknet, und danach werden wir das Ganze frittieren. Bei Süßwasserfischen in der rohen Zubereitung beize ich gerne auch immer die Fische etwas an. Das bedeutet, wir haben hier eine Mischung aus Salz und Zucker 1:1. Die kommt jetzt erstmal als Bett hier unten auf den Teller. Darauf das Huchenfilet und hier wiederum bedecken damit. Am Ende geht es darum, dass wir es jetzt damit wirklich bedecken
und für 2 Stunden so stehen lassen, danach abwaschen, trocken tupfen und wir haben so ein leicht angebeiztes Huchenfilet. Ein Teil davon werden wir als Tartar verarbeiten und ein längeres Stück werden wir in Form, wie ein Fisch auch schwimmen würde, um diesen frischen Charakter nochmal irgendwo, diesen lebendigen Charakter nochmal aufzugreifen, abflammen. Obwohl wir fast tagtäglich mit frischem Wasabi arbeiten, geht mir doch immer wieder das Herz auf, wenn man solche schönen Produkte auch in der Hand haben darf. Was wir machen ist, auch den Stielansatz zu verwenden später im Tartar vom Huchen. Ich schneide die oberen Blattansätze erstmal herunter und habe dadurch schon bereits ja, fast den Wasabi auch geschält. Man muss ihn auch nicht zu sehr schälen. Ich schneide nur etwas von den dunkleren Stellen herunter. So, das reicht auch schon. Wichtig ist natürlich schon, dass man die Wurzel vorher sehr gut auch wäscht. Und ich habe hier eine japanische Reibe, mit der wir den Wasabi nun frisch eben reiben werden. Das Aroma ist unglaublich, ist kein Vergleich zu der gekauften Paste oder dem Pulver, was man anrühren kann, was eigentlich wenig mit Wasabi zu tun hat, sondern das hier ist wirklich ein auch sehr blumiges Aroma, ein sehr ja, angenehmer Geschmack, gar nicht so sehr scharf, so stechend in der Nase. Und so wird dann der Wasabi frisch gerieben bei uns. Zwei besondere Zitrusfrüchte, die zum Einsatz kommen bei unserer Vorspeise, sind zum einen Fingerlimes und zum anderen Yuzu. Die Yuzu verwenden wir natürlich auch möglichst ganz. Das bedeutet, wir schneiden die gelbe Schale herunter und konfieren diese. Das heißt, wir blanchieren sie erst in Salzwasser und kochen sie dann in einem Sirup aus dem Yuzu-Saft und etwas Zucker. Zum anderen bereiten wir aber auch aus dem Yuzu-Saft auch nochmal eine Vinaigrette zu, die wir dann später eben dann zum Huchen auch ja, angießen werden. Das Aroma ist übrigens fantastisch. Und zum anderen Fingerlimes. Vielleicht kennt man das auch schon. Und zwar ist das eine sehr interessante Zitrusfrucht, bei der in der Frucht selber kleine Kügelchen drin sind, die erst beim Daraufbeißen im Gaumen zerplatzen. Und diese ja fast wie Kaviar anmutenden Zitrusperlen setzen wir auch bei unserer Vorspeise mit ein. Es hat auch einen sehr blumigen, einen sehr ja, parfumartigen Duft, sehr speziell und ja, wird eine schöne Kombination werden, eben auch mit dem sehr floralen Wasabi, der Fingerlimes und der Yuzu. Das leicht eingebeizte Huchenfilet schneiden wir nun zu einem Balken, den wir auch kurz flämmen werden. Für den geflämmten Part des Gerichts nehme ich gerne mehr aus der Bauchregion, die etwas nochmal fettiger ist, nochmal einen schöneren Schmelz hat. Und dieses Stück hier formen wir in einer kreisrunden Bewegung. Das hat folgenden Hintergrund. In Japan wird auch immer sehr gerne die Lebendigkeit, die Frische der Produkte auch auf dem Teller wiedergegeben. Das werden Fische gerne auch beim Grillen zum Beispiel in einer Schwimmbewegung auf Spieße gesteckt beim Grillen, dass eben diese Vitalität einfach auf dem Teller sich nochmal darstellt. Deswegen auch in dem Fall diese geschwungene Form, wie es gerade aus dem Bach gekommen wäre. Und dann wird das Ganze geflammt. Wir haben die Fischhaut erst blanchiert, getrocknet und nun wird sie frittiert in ungefähr 180, 190 Grad heißem Fett. Dabei natürlich immer aufpassen. Das Frittieren bewirkt, dass es aufpufft und vom Ergebnis her viel knuspriger ist als eine zum Beispiel klassisch im Ofen knusprig gebackene Fischhaut. Wir legen los. Thank you.
danach auf einem Papier etwas abfetten lassen und am besten auch gleich mit etwas Meersalz würzen. Wir kommen zum Anrichten unserer Vorspeise des Lexus Signature Menüs mit unserem Stück geflammten Huchen. Wir haben das Huchen Tatar mit etwas von den fein geschnittenen Stielen von dem Wasabi. Kräuter, Kapuzinerkresse, Wasabi-Blätter, Meeresfenchel und Kapuzinerblüten, unterschiedliche Karottenzubereitungen, Fingerlimes, Kaviar, eine Wasabi-Vinaigrette, etwas von unserem selbstgemachten Schnittlauchöl, die knusprige Haut, Wasabi gerieben und konfierte Yuzu-Zesten. Huchen Donaulachs von Nikolai Birnbaum mit Karotten vom Obergrashof und Kräutern von Johannes Schwarz, vereint mit einer Wasabi-Vinaigrette, Yuzu und Fingerlimes.